So, wir sind jetzt hier auf dem Marktplatz in Waiblingen und ich habe hier den Peter Meinke getroffen, der für die Basis kandidiert für die Landtagswahl im März. Peter, kannst du dich mal kurz vorstellen, was dich motiviert, hier zu kandidieren? Ja, grüß Gott an alle, die das anschauen. Ich bin der Peter Meinke und ich bin Gesangslehrer und Chorleiter und habe gleich im letzten Frühjahr schon bemerkt, wie schmerzlich das ist für meine Chöre, wenn sie nicht singen dürfen. Da fehlt nicht nur das musikalische Erleben, da fehlt auch die soziale Komponente, man kann sich nicht mehr treffen. Und bei meinen Schülern erlebe ich auch viele Probleme, weil wir nicht so unterrichten können, wie wir wollen. Und so bin ich zu dieser neuen Bewegung, die Basis, gekommen. Ich habe auch sehr schnell festgestellt, dass die Bevölkerung gar nicht mehr gefragt wird, dass ganz wenige Menschen ohne parlamentarische Beteiligung Beschlüsse fassen, die viele betreffen, die nicht mitreden dürfen, und auch Beschlüsse, die willkürlich getroffen werden und ohne richtige wissenschaftliche Begründungen oder nur von ganz wenigen Beratern unterstützt. Und so haben wir die Basis Demokratische Bewegung gegründet. Eine wichtige Sache, wie ich meine. Und die Basis, wie unterscheidet die sich von anderen Parteien? Kannst du ein bisschen was über die Basis erzählen? Die Basis Demokratische Partei, die hat 4 Säulen. Eine ganz wichtige, die jetzt hier sich anschließen könnte, ist die Säule der Machtbegrenzung. Also Politiker sollen auch verantwortlich gemacht werden können für ihr Tun und für ihre Entscheidungen. Weil im Moment haben wir ja eine Situation, dass diejenigen, die jetzt die Wirtschaft an die Wand fahren, nachher trotzdem eine fröhlich große Pension verzehren und überhaupt nicht zu einer Rechenschaft gezogen werden, wenn sie dann irgendwann sich von ihren politischen Ämtern verabschieden, auch wenn sie Unheil angerichtet haben. Eine andere Säule ist die Achtsamkeit, einen anderen Politikstil, eine andere Art des Umgangs miteinander. Dann haben wir natürlich noch die Schwarmintelligenz. Das ist was ganz Besonderes, dass man eben versucht, viele Menschen in Entscheidungen einzubeziehen. Und natürlich, Basisdemokratie heißt ja auch, nachher Volksentscheide zu ermöglichen, die in Deutschland im Moment sehr, sehr schwierig sind. Da haben uns die Schweizer schon einiges voraus. Dann vielen Dank, Peter. Ich habe noch ein paar Fragen. So letztes Jahr, als es mit der Pandemie losgegangen ist, wie waren da so deine Einschätzungen? Vielleicht mal in ein paar Worten. Ja, ich habe sehr schnell gemerkt, dass eine Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zu ihren Auswirkungen nicht immer gegeben ist. Es gab gleich auch solche Studien und Einschätzungen über die Kollateralschäden. Und inzwischen gelange ich zu der Ansicht, die ich damals schon befürchtet habe, dass wir mehr Opfer haben durch die Maßnahmen als durch den Virus selbst. Das ist natürlich eine schlimme Sache. Es gab auch schon eine Studie aus dem Bundesinnenministerium, die das auch bestätigt hat. Die haben das dann schnell unter den Teppich gekehrt. Die Menschen gehen nicht mehr zum Arzt. Die Kinder haben psychische Probleme. Es gibt jetzt eine Studie aus Österreich, die festgestellt hat, über 50% der Kinder haben psychische Probleme. Ich kann das auch in meinem direkten Umfeld beobachten. Und was denkst du, nehmen wir mal an, die Krise ist, wie auch immer sie zu Ende geht, wie siehst du danach die Zukunft? Wir müssen für die Zukunft einiges neu ordnen. Wir müssen die Basis mehr beteiligen, die Bevölkerung mehr beteiligen. Wir müssen mehr Volksentscheide haben. Wir müssen Politiker in die Verantwortung nehmen. Und wir brauchen ein Heer von Psychologen, um die nächste Generation wieder sozusagen aufs Gleis zu bringen, weil da gibt es ganz viele Probleme bei Kindern und Jugendlichen. Das wird sich erst in einigen Jahren auswirken. Auch sagte mir vor einigen Tagen ein Arzt, wir bekommen in etwa 10 Jahren die Generation Corona mit Lungenschäden
die Folge des Maskentragens. Und wenn man hier sich umschaut, dass die Menschen sogar im Freien, in dieser frischen Winterluft mit Maske rumlaufen, ist das natürlich eher gesundheitsschädlich. Man sollte jetzt vielleicht sein Immunsystem stärken und die Maske vielleicht nur da tragen, wo es unbedingt notwendig ist. Dann vielen Dank, Peter. Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der Wahl und mögest du viele Stimmen bekommen. Vielen Dank, das hoffen wir auch.